Wir hören in Vorbereitung auf die Wahl am 1. September 2019 zum Sächsischen Landtag, dass Die Linke den Begriff des demokratischen Sozialismus in dieser Landtagswahl als zentral betrachtet. Damit wissen wir, was wir auch weiterhin von dieser bürgerlichen Partei zu halten haben. In Grundsätze des Kommunismus von Friedrich Engels steht, wie sich Kommunisten von Sozialisten unterscheiden. Die dritte Klasse endlich besteht aus demokratischen Sozialisten, welche auf demselben Wege wie die Kommunisten einen Teil der in Frage 18 angegebenen Maßregeln wollen, aber nicht als Übergangsmittel zum Kommunismus, sondern als Maßregeln, welche hinreichend sind, um das Elend aufzuheben und die Übel der jetzigen Gesellschaft verschwinden zu machen. Diese demokratischen Sozialisten sind entweder Proletarier, die über die Bedingungen der Befreiung ihrer Klasse noch nicht hinreichend aufgeklärt sind, oder sie sind Repräsentanten der Kleinbürger, einer Klasse, welche bis zur Erringung der Demokratie und der aus ihr hervorgehenden sozialistischen Maßregeln in vieler Beziehung dasselbe Interesse haben wie die Proletarier. Die Kommunisten werden deshalb in den Momenten der Handlung, sich mit diesen demokratischen Sozialisten zu verständigen und überhaupt mit ihnen für den Augenblick möglichst gemeinsame Politik zu befolgen haben. Sofern diese Sozialisten nicht in den Dienst der herrschenden Bourgeoisie treten und die Kommunisten angreifen, dass diese gemeinsame Handlungsweise die Diskussion der Differenzen mit ihnen nicht ausschließt, ist klar. Das wurde geschrieben Ende Oktober bis November 1847. Der Begriff demokratischer Sozialismus war also damals schon so weit gefestigt, dass Friedrich Engels darauf Bezug nehmen musste. Wir haben auch nicht vergessen, dass die Linke eine Vorgängerpartei hat, die PDS, Partei des demokratischen Sozialismus. Die Regierungstätigkeit der Partei Die Linke, zum Beispiel im Freistaat Thüringen, beweist uns, dass diese Partei eben im Dienste der Bourgeoisie steht.